Hey Leute, back to the next Gewimmel. Jetzt mit Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Wieder dabei, Anne und Emma. Moin moin. Hi. Genau, den ersten Teil von Enigmatis haben wir euch auch schon in der Demo vorgestellt. Und wir waren eigentlich recht begeistert davon. Daher nun auch zum zweiten Teil. Mit Ton. Okay. Alles klar, schon mal ein spannender Einstieg. Mit einem Riesenraben. Ich würde sagen, als allererstes machen wir den Ton etwas leiser, oder? Einstellung, Musik lautstärke. Und Soundlautstärke auch. So. Na. Bisschen. So. Ja, okay. Warte. Geh nochmal drauf. Was denn den Schwierigkeitsgrad? Werden wir eh gleich machen. Nein, geh nochmal drauf. Nein, nochmal drauf. Auf Einstellung. Ah, okay, nein, alles klar. Ah, ja. Ah, okay, okay. So. Oh, guck mal, ein Gesicht im Boom. Jo. Ja, quatschen wir nicht viel, fangen wir an zu spielen oder was? Sind wir wieder gleiche Detective, kann das sein? Ja, ja. Sieht so aus, ne? Oh, können wir draufklicken. Was passiert ja, dann? Ich kann es ändern. Ah, so. Ach so. Okay. Gut. Ab ins Spiel. Ah, hier ist das wieder, dass man auswählen kann, wenn man das erste geschafft hätte. Schloss öffnen können wir nicht, also. Vielleicht brauchen wir einfach nur einen Schlüssel in unserem Inventar. So, wir nehmen mal mindestens normal. Ja. Genau. Und los geht es. Hallo. It's been 2 years since the events at Maple Creek. And I'm still on the hunt for the evil preacher. So far, the murderer stayed one step ahead. But I have a lead. There are rumors of people who have disappeared. The situation sounds familiar, but could it just be a coincidence? What was that? Okay. Whoa. What on earth happened here? There's no evidence of a car crash, but that camper trailer is clearly damaged. What? How? I've never seen marks quite like that. Nö, oder? Nee, ja. Genau. Okay, hier gehen mysteriöse Dinge vor sich. Was uns da überrascht hat auf der Straße, war nicht ganz klar. Nee, vor allen Dingen hatte sich auch der Wald von einem Moment in den nächsten ziemlich verändert. Das war vorher doch grüner, oder? So, dann abgeschlossen. Also das ist aber nicht so praktisch. Ein abgeschlossener Verbandskasten, da kommt man ja im Notfall dann nicht so schnell dran. Aber gut, soll vielleicht niemand was draus klauen. Das ist so ein Leuchtfackel. Der kann mir vielleicht irgendwann Hilfe rufen. Hilfe, Hilfe! Mein Wagen. Keine Schönheit, ja. Das kann ich urteilen. Ja, den letzten hat sie jetzt zu Schrott gefahren. Ach ja. Ja, das sieht schon irgendwie aus wie so. Sieht aus wie das
Logo von Monster Truck. Oh, und auch unser Boden. Ach nee, sind die unser. Das Wohnmobil ist verschlossen. Wir brauchen ziemlich viele Schlüssel oder einen universellen für alles Schlüssel. Ein Kinderrucksack. Ich finde, es ist so ein bisschen die Szenerie von Jurassic Park oder so. Vor allem mit diesen Krallenspuren im Auto da. Oh. Becky, mein kleiner Schmetterling. Oh. Sweet, sweet. Oh. Ja. Niemand würde seine Handtasche beim Eingang zurücklassen. Ein Rucksack vielleicht, aber keine Handtasche. What? Ah. Ich komme aus Kalifornien. Rachel Sams. Führerschein. Haha. Hahaha. Oh. Ein Körnchen Wahrheit. Nahauszeichnung. Was ich nicht kann. So. Wir gucken mal kurz ins Buch. Und der Tatort. Finde heraus, was am Parkeingang vor deiner Ankunft geschah. Unsere Aufgabe? Der Tatort. Ich war in der Hoffnung, den bösen Prediger zu finden, Richtung Westküste unterwegs, als ich einem nebelähnlichen Phänomen auswählen musste. Oder vielleicht auch nur meiner wilden Fantasie. Kurz danach stieß ich auf Ravenwood Park und ein verlassenes Wohnmobil. Es ist übel zugerichtet. Doch ich bezweifle, dass das ein Unfall war. Das bezweifeln wir auch. Ja. Schön, dass sie wieder so viel Zeit hat, ein paar Zeichnungen zu machen. Vielleicht ist das auch gefundene Illusionsobjekte. 1 von 30. Okay. Ich habe bemerkt, dass Objekte vorübergehend die Form ändern, als wäre sie mit einer Illusion überzogen. Wie viele davon werde ich finden? Unsere Rahmenfigur haben wir schon mal gefunden. Okay, also Silly Mal mit Magic, was sie so vor sich gibt. Aber dann können wir ihr zeigen. Also jetzt ins Wohnmobil. Okay, es ist 8:45. Da hängt wohl normalerweise der Schlüssel. Aber guck mal, da ist doch was unten. Charlie und seine Engel. Haha, die Verbindung habe ich gerafft. Runtergefallen! Schlüssel! Erkennen. Ich kam bei der Hand nicht dran. Ja, dann schieb das Ding weg. Ist doch eh schon von der Wand abgerissen. Wo ist das Bild? Habe ich das jetzt einfach mitgenommen? Ja, ja. Krass. Jetzt können wir da die Schubladen öffnen. Ah. Oh. Niedlich. Komm, wir reden mit dir. You're not my mom. Where is she? It's okay, sweetheart. I won't hurt you. Let's get you out of there. Come on. You don't have to be afraid anymore. I'm here to help. Can you tell me what happened? My mom. She's gone. I'm scared. Is your name Becky? Becky, you're safe with me now. Take a deep breath and try to tell me again. Where's my mom? I want to talk to my mom. She's too shook up to talk to me. I need to calm her and win her trust somehow. Okay, dann wie es hier weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ja, das arme kleine Ding.